Haben sich die Gewerkschaften in Deutschland deutlich für eine Wende in der Energiepolitik und für einen Ausstieg aus der Atomenergie entschieden. Und Fukushima und die letzten Monate zeigen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das gemeinsam auch durchsetzen können. Das dokumentiert sich in vielen Aktionen auf der Straße, in breiten Bündnissen, so wie hier heute. Und deswegen sind wir als Gewerkschaften froh und stolz, dass wir dabei sind. Liebe Freunde, umso notwendiger ist es, dass die gemeinsame Aktivität fortgesetzt wird und dass Bündnisse geschmiedet werden. Denn die Energiewende, das zeigen ja die politischen Erklärungen der letzten Tage, braucht eine echte Basis und keine Lippenbekenntnisse. Wir als Gewerkschafter schließen uns den Forderungen an. Die beschlossene Laufzeitverlängerung der AKWs ist zurückzunehmen. Das Moratorium reicht nicht aus. Der vereinbarte Atomkonsens muss wieder zur Grundlage für den Ausstieg bis 2020 werden. Und die ältesten Meiler müssen unverzüglich vom Netz. Wir brauchen eine neue Energiepolitik ohne Atomkraft. Liebe Bremerinnen und Bremer, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade gegenüber den Arbeitnehmern, in der Industrie wird natürlich mit dem Szenario der Angst operiert, mit der Angst um die Zukunft der Arbeitsplätze. Klar, hier ist genannt worden, wo ich herkomme, aus welcher Fabrik. Energie ist die tragende Säule der Industriegesellschaft. Fabriken ohne Energieverbrauch sind nicht denkbar. Das sehen wir auch in unserer Region. Natürlich brauchen wir deshalb sichere Energieversorgung, aber richtig ist doch, Atomkraft ist diese sichere Energieversorgung gerade nicht und deswegen ist sie auch keine Zukunft für die Arbeitsplätze. Ausbau erneuerbarer Energien hat Vorrang. Wir brauchen diesen Ausbau und es stecken ungeheure Potenziale dort drin. Nehmen wir die Windenergie. Dazu eine kleine Bremer Geschichte. 1983 beschloss der Voith-Konzern mit Sitz in Heidenheim, ein großer Maschinenbaukonzern, seinen Betrieb im Bremer Industriehafen mit damals 200 Beschäftigten, Facharbeitern und Ingenieuren zu schließen. Die Belegschaft wollte den Verlust ihrer Arbeitsplätze nicht hinnehmen. Sie wussten, sie können auch was anderes, als was der Unternehmer von ihnen will. Mit Unterstützung des Senats, mit Unterstützung von Arbeitsmarktmitteln, mit arbeitsmarktpolitisch gestützten Projekten, wurde nach alternativen Produkten gesucht. Unterschiedliche Ideen kamen heraus. Eine Idee war davon, Windkraftwerke zu bauen, 1983. Und dieser Betrieb hieß dann AN. Und das war die Keimzelle des späteren Betriebes AN Windenergie. Und wenn ihr übers Land fahrt, seht ihr gelegentlich noch so einen Turm, auf dem steht dann AN Bonus. Und wir sehen, was daraus geworden ist. Eine neue Branche, die ihre Keimzelle darin hatte, dass Arbeitnehmerbeschäftigte sich Gedanken machten um ihre Zukunft. Und jetzt ist daraus geworden, dass vor 3 Jahren Siemens als Konzern entdeckt hat, ein profitables Geschäft. Wir übernehmen diesen Betrieb und der gehört heute zum festen Bestandteil dieser vielen tausend Arbeitsplätze, die wir insbesondere hier an der Küste im Bereich erneuerbarer Energien schaffen konnten. Das zeigt mir, wenn wir gemeinsam die Energie ransetzen, wenn wir eine politische Flankierung haben und wenn der Wille da ist, das durchzusetzen, dann schaffen wir das auch. Aber wir müssen diesen Druck ausüben. Ich will abschließen. Der Strukturwandel, den wir wollen, muss durch eine arbeitsorientierte Industriepolitik begleitet werden. Dazu brauchen wir regionale Arbeitsinitiativen. Wir sehen gerade an diesem Wochenende mit der Maritimen Konferenz, dass die Bundesregierung das nicht ausreichend begriffen hat mit ihrem Milliardenprogramm für die Offshore-Energie, was richtig ist, aber ohne die begleitende Schiffbauindustrie dabei zu unterstützen. Aber ich sage abschließend auch, der Strukturwandel braucht auch eine soziale Dimension. Wir können nicht für eine andere Energiepolitik aufstehen, wenn wir nicht die soziale Dimension mit betrachten. Und was wir heute im Bereich der erneuerbaren Energien erleben,
an sozialen Zuständen in den Betrieben ist katastrophal und muss gemeinsam auch politisch angegangen werden. Das bezieht sich auf die extrem hohe Leiharbeitsquote in diesen Betrieben, auf die schlechte Bezahlung, auf die geringe Arbeitsplatzsicherheit. Das Soziale und das Ökologische gehören zusammen. Dann gehört uns gemeinsam die Zukunft. Herzlichen Dank. Ja, es sind ja ganz schön viele von hier oben aus. Und ich denke, spätestens seit dem Ostermontag wissen viele von euch, wie dicht Esensham an Bremen liegt. Am vergangenen Wochenende hat eine Kampakt-Aktion vor Ort stattgefunden, wo wir 10.000 schwarze und gelbe Luftballons beim Atomkraftwerk in die Luft gelassen haben. Ich denke, es werden etliche in Bremen angekommen sein. Dies ist das Zeichen einfach, wie eine radioaktive Wolke sich ausbreiten würde. Bremen wäre betroffen. Niemand in Bremen kann sich sicher fühlen. Niemand von euch ist sicher vor diesem Atomkraftwerk in Esensham, das eine Kuppeldichte von eine Kuppelstärke von 80 Zentimetern hat, das den Aufprall eines modernen Flugzeuges nicht überstehen würde. Dieses Atomkraftwerk ist nicht hochwassergesichert und wir alle wissen, dass durch Klimaveränderung, dass durch Wasservertiefung die Hochwasser ständig ansteigen und so auch das Atomkraftwerk in Esensham bedrohen. Seit gestern, als die Umweltminister der Länder und der Bundesumweltminister sich ausgesprochen haben dafür, die 8 jetzt stillgelegten Atomkraftwerke auch endgültig vom Netz zu lassen, macht sich wieder eine trügerische Zufriedenheit bemerkbar. Viele sagen, dieser Beschluss ist jetzt ja schon gefasst. Warum sollen wir jetzt nochmal wieder auf die Straße gehen? Seit 2 Jahren läuft Aktion auf Auktion. Ich glaube, ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen. Aber das ist ein falscher Gedanke. Denn wir alle wissen, Fukushima ist nicht mehr auf den ersten Seiten unserer Zeitungen anzufinden. Das bedeutet nicht, dass dort nichts mehr passiert. Ganz im Gegenteil. Es wird weiter experimentiert und kein Mensch weiß, wie dieses Problem zu lösen ist. Und es wäre bei uns und in diesen 45 Kilometer Entfernung, wo Esensham steht, nicht anders in einem Ernstfall. Auch wir würden die Erfahrung machen, man ist nicht vorbereitet auf das, was da kommt. Und man wird versuchen, die Sache so lange unter den Teppich zu kehren, wie es nur irgend möglich ist. Die Reaktorsicherheitskommission hat eine Bewertung vorgegeben, wobei wir sagen müssen, das sind alles alte Gutachten. Es gibt nichts Neues, woher auch auf die Schnelle. Und in dieser Reaktorsicherheitskommission ist federführend der TÜV, der ja vorher schon die Überprüfung gemacht hat. In dieser Reaktorsicherheitskommission, die aus 17 Personen besteht, sind 14 Atomkraftbefürworter. Dann kann uns doch nichts verwundern, was dort als Urteil herauskommt. Wir dürfen aus all diesen Dingen nur die Lehre ziehen. Wir dürfen den Protest, wir dürfen das Handeln nicht den anderen überlassen, wir dürfen es nicht den Parteien überlassen, denn schon im Jahre 2000 beim ersten Ausstiegsgesetz haben die Atomkraftgegner das Handeln den Grünen überlassen und wir sind mit dem Ergebnis, was daraus gekommen ist, nicht zufrieden. Daraus müssen wir lernen. Wir müssen am Ball bleiben und wir dürfen aber nicht vergessen, wir sprechen für die Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Also, auf denn, weiter geht's!